Heute geht's auf ins Schwabenländle nach Stuttgart. Die Hauptstadt Baden-Württembergs ist wirklich wunderschön. Und genau so möchte sich meine heutige Kandidatin auch endlich mal wieder fühlen. Heute führt mich die Style Lounge nach Stuttgart. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich treffe hier Sabine Fletschinger. Sie hat sich beworben, weil sie immer hinten ansteht und überhaupt nichts mehr mit sich anzufangen weiß. Wir treffen uns gleich in einem Café und ich freue mich auf Sie. Ich bin die Sabine Fletschinger und habe mich bei Gundis Zambo Style Lounge beworben, weil ich möchte wissen, was ich noch anderes aus meinem Typ machen kann. Möchte mich gerne etwas verändern. Ich weiß nur nicht genau wie. Und mal wieder etwas einfach für mich selber machen. Als erstes ist mir aufgefallen, dass sie einfach recht unglücklich wirkt. Sie strahlt schon aus, dass sie mit sich selbst nicht zufrieden ist. Da müssen wir unbedingt ansetzen, an ihr Inneres gelangen irgendwie, dass sie von innen nach außen strahlt. Und was die Optik betrifft, ja, die Haare sind zu blond, sie ist zu doll geschminkt. Und der Pulli mit dem Bärchen vorne drauf ist auch nicht ganz so up to date. Also da können wir uns schon austoben bei ihr. Meine Styling-Tipps. Business-Look in Marineblau, Powerfrau aber weiblich, sportlicher Look in Leder, zweifache Mutter aber cool, kleines Schwarzes in Lang, Lady in Black. Der nächste Schritt, Sabines Frisur. Eigentlich aschblond, bleicht sie ihre Haare seit Jahren. Sie sind ein bisschen zu hell, ja, zu blond. Ein bisschen mehr Natürlichkeit gehört auch hier hinein auf deinen Kopf. Und schau mal, das ist eine schöne Frisur für dich, wie ich finde. Das ist ein schöner Honigblondton, der einfach natürlicher ausschaut als dieses helle, fast gelbe Weiß. Das wäre schön. Einverstanden? Ja, das sieht sehr schön aus. Gut. Meine Beauty-Tipps. Honigblonde, dichte Haare statt fein und dünn, voluminös und weiblich. Natürliches Make-up, warme Farben statt grell und unnatürlich, dezent und strahlend. Sabine, dann geht's jetzt los. Schau noch einmal in den Spiegel. Was siehst du? Ich sehe eine Sabine, die sich gerne verändern möchte. Vertraust du mir? Ja, Gundis, das tue ich gerne. Ja, gut. Dann kann ich nur sagen, Sabine, das war's. Und auf ins Nachher. Das Umstyling kann beginnen. Auf zu unserem Friseur in Stuttgart. Die Saloninhaberin Claudia Oliveira und unsere Expertin in Sachen Haarverlängerungen, Kathi Hucke, warten schon ganz gespannt. Hallo Kathi. Hi. Hi. Hallo Frau Oliveira. Das ist die Sabine Fletschinger, unsere Kandidatin hier in Stuttgart. Freut mich. Hallo, ich bin Sabine. Und Sabine träumt von langen, schönen, wallenden, femininen Haaren. Meine Frisurtipps für Sabine. Vorher grell blondiert und sehr fein, nachher honigblond und viel weibliches Volumen. Wir müssen da was ausgleichen. Also hinten sind die Ansätze in drei verschiedenen Farbtönen. Hier haben wir einen kleinen Ansatz. Und dass wir halt natürliche Farbtöne reinkriegen, natürliches, schönes Blond. Gut, und Kathi, was jetzt die Haardichte und Länge betrifft, was machen wir da? Also ich würde bei der Sabine die eigene Länge einfach auffüllen mit einer Haarverdichtung und dass das Ganze dann unten schön mit Schwung schön dicht ausläuft. Und, bist du einverstanden? Ja, natürlich. Mit deinem Traum war. Schön. Gut, dann an die Arbeit. Jawohl, machen wir. Dann Sabine, ein letzter Blick in den Spiegel. Das sind also deine Haare vorher. Ja. So werden sie nachher nicht mehr sein. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Gut, dann, was die Haare betrifft, auf ins Nachher. Ich möchte erreichen bei der Sabine, dass sie einen natürlicheren Look bekommt. Dass sie natürlich einen Traum von langen, wallenden Haaren auch bekommt. Aber in dem Maße, dass es nicht zu extrem ist und zu übertrieben. Und ich möchte, dass sie aufgeräumt und gepflegt aussieht. Der erste Schritt, Claudia hält Sabines dunklen Haaransatz passend zum Rest auf. Und meine Kandidatin lehnt sich zurück und genießt. Ist schön entspannt für dich? Ja, sehr. Sehr, gell? Angenehm, ja. Da könnte man ewig sitzen. Ja, so dieses Massieren, dieses Auswaschen, das ist sehr entspannt und einfach wieder ein weiteres Gefühl, einfach ein bisschen Zeit für mich zu haben. Weiter geht's im Verwöhnprogramm. Der zweite Schritt, vom Grellblond weg zum Honigblond. Das passt viel besser zu Sabines verstecktem Ich. Sie wirkt sehr, sehr lebensfroh, sie wirkt sehr positiv. Und durch dieses grelle Blond hat es einfach ein bisschen abwertend ausgesehen. Also ich glaube, dass sie mit einer gedeckteren Haarfarbe, mit einfach einer edleren Haarfarbe, einfach sich selber viel besser präsentieren kann. Eine halbe Stunde Einwirkzeit und die Strähnen sind fertig. Sabine wird honigblond. Der letzte Schritt hin zur Weiblichkeit fehlt aber noch. So, die Farbe haben wir gemacht. Alles ist jetzt grün geworden. Und ja.
Okay, glaube ich nicht. Und Kathi, was kommt jetzt? Jetzt kommen die tollen Haare, die ich hier schon vorbereitet habe. Mhm. Die machen wir jetzt rein. Super. Dann lass dich weiterhin verwöhnen und schön machen. Danke schön. Bis dann. Unsere Expertin in Sachen Haarverlängerungen arbeitet in Sabines eigenes Haar einzelne Echthaarsträhnen ein. Das Ziel? Eine weibliche Frisur, ganz easy zum Stylen. Die eigenen Haare haben oft halt, gerade wenn sie sehr fein sind, relativ wenig Sprungkraft. Wenn ich hier die Spitze festhalte und hier über die Spitze drüber fahre, gibt es keine Spannung. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Haare nehme, die sehr gesund sind, und gehe hier über die Spitze drüber, dann schwingt die so nach. Und daran kann man auch immer feststellen, ob ein Haar sehr gesund ist und somit eben auch sehr viel Sprungkraft hat, einfach eine gute Haltbarkeit auch in der Frisur. Sind die Strähnen moduliert, fehlt nur noch der richtige Schnitt. Dann erst darf sich meine Kandidatin selbst sehen. Als Überraschung und zur Verstärkung mit dabei Sabines Kids, Nina und Saskia. Sabinchen, schau mal, wer hier ist. Hey, hallo, ihr zwei. Hallo. Ah, wo kommt ihr denn her? Ist ja aber schön. Wollt ihr mich abholen? Genau, denn Sabine soll spüren, dass auch sie mal im Mittelpunkt stehen darf. So, ihr zwei. Sie hat sich ja noch nicht gesehen, die Mama. Ja? Wie findet ihr sie? Schön. Schön. Ja? Sag, jetzt müssen wir Zeit, dass du dich ziehst. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, lüften wir das Geheimnis. Fertig? Ja. Achtung, Sabine, das sind deine Haare nachher. Sabine ist begeistert, genau wie ihre beiden Kids. Wunderbar. Wie findet ihr? Schön, toll. Schön. Doch, wunderbar. Gefällt mir schön, sehr gut. Toll. Wunderbar. Also eigentlich erkenne ich sie schon wieder. Sie hat zwar ein bisschen lockere Haare, so ein bisschen lockig, aber eigentlich erkenne ich sie schon wieder als meine Mama. Ich finde, jetzt die Haare stehen ihr besser, weil erstmal sind die Haare dicker geworden, also voller. Und auch von der Farbe her, finde ich, steht sie besser. Schritt 1 vom Umstyling. Sabine hat endlich eine weibliche Frisur. Und das Wichtigste, sie findet sich selbst schön. Ich bin begeistert, mir gefällt die Frisur sehr gut und ja, ich bin einfach glücklicher. Traumhaft lange glänzende Haare, volles kräftiges Haar, topmodische Stylings und Effekte. Alles ist machbar mit Haarverlängerungen und Verdichtungen aus handverlesenem Echthaar von Hairdreams, The Art of Hair Extension. Hairdreams gibt es bei vielen guten Friseuren, auch in ihrer Nähe. Infos und Partnerverzeichnis plus 50 Euro Gutschein jetzt kostenlos anfordern unter 0800 0080 500 oder www.hairdreams.de. Ihr Hairdreams-Partner in Stuttgart, Eau de Coiffeur Oliveira in der Augsburger Straße 646. Wir freuen uns auf Sie. Alle Gäste meiner Style Lounge, auch Sabines Töchter Nina und Saskia, erwarten gespannt den großen Auftritt. Dankeschön. Herzlich willkommen in der Style Lounge hier in Winterbach, liebe Zuschauer, liebe Gäste. Schön, dass Sie alle da sind. Sabine hat ganz viel schon durchlebt und braucht jetzt Ihre Unterstützung, ja? Also wenn sie gleich rauskommt, dann bitte diesen Applaus. Finde ich ganz super. Unser Expertenteam hat wieder gute Arbeit geleistet. Das ist die Ulla, unsere Expertin in Sachen Mode. Das ist die Kathi, unsere Expertin in Sachen Haare. Und die Miriam hat das tolle Make-up gemacht. Und die zwei da drüben, das sind die Töchter von der Sabine. Das ist die Saskia und das ist die Nina. Jetzt kommt der große Moment. Das war Sabine vorher. Und hier kommt Sabine nachher. Sieht sehr schön aus. Geil. Ganz meiner Meinung. Sabine strahlt ganz anders als vorher, obwohl sie sich selbst noch nicht gesehen hat. Es war schon sehr extrem, muss ich sagen. Und vor allem, weil man ja nicht weiß, wie man dann im Spiegel nachher aussieht. Das ist ja noch mal was anderes, wie wenn ich jetzt schon weiß, wie ich aussehe. Und ich zeige es einfach vor Leuten. Und jetzt, liebe Kinder, liebes Publikum, kommt der große Moment für diese schöne Frau hier auf der Bühne, die so mutig ist und sich auch präsentiert hat. Wie du vorher ausgesehen hast, das weißt du. Und hier, meine liebe Sabine, kommst du nachher. Wow! Ja, ich fand es schon toll. Ich habe sie noch nie jetzt so extrem gut gerichtet gesehen. Und so,
aber man hat trotzdem noch sie gesehen. Es ist ja auch schön, wenn die Kinder auf einen stolz sein können. Können sie vielleicht auch so, aber so vielleicht ein Stück noch mehr. Also es hat mich sehr gefreut. Das Ergebnis. Vorher Sabine viel zu stark geschminkt und orientierungslos. Nachher eine Lady in Black, die sich endlich selbst liebt. Wirklich alles gut abgestimmt. Haare, Make-up, Klamotte. Echt geil. Sie hatte einfach einen schönen Teint und es passte einfach alles super gut zusammen. Ich wünsche dir einfach, dass du dir einfach ein bisschen mehr Zeit für dich nimmst, ein bisschen mehr herumprobierst, dich anschaust und spürst, wie schön du bist. Danke, alles Gute für die Zukunft, meine Liebe. Ja. Schön, dass du dabei warst, danke, Sabine. Hat Spaß gemacht. Prima. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Style Lounge. Seien Sie dabei. Tschüss. Geschafft. Sabine hat die Liebe zu sich selbst wiedergefunden. Für sie war das ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Aber eigentlich brauchte es gar nicht viel, sie in die richtige Richtung zu lenken. Wichtig war, ihr zu zeigen, dass sie eine gepflegte, seriöse, feminine, sexy Frau sein kann und das auch letztendlich ist. Anscheinend hat jeder Mensch irgendwie seine schönen Seiten, aber ich habe sie halt bei mir irgendwie nicht gefunden oder vertuscht oder wie auch immer. Aber jetzt wurde ich jetzt wieder eines anderen belehrt und ich hoffe, dass sie das so beibehalten können.